Hallo, Ibuki, zu einer Runde Survival Games, die sehr besonders und deswegen war ich ein bisschen, ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte. Und deswegen Entschuldigung, wenn ich ein bisschen Scheiße gelabert habe. Ich habe 500 Abonnenten, das werde ich gleich im Video auch noch erwähnen. Das nehme ich nämlich jetzt hier nach herauf. Ich habe mich gestern, ich habe mich eben gerade bedankt in dem Video, was ihr gleich sehen werdet, bei Zander und Kunga, dass sie mich gestern Abend so geil unterstützt haben irgendwie. Ihr werdet alles im Video erfahren. Und es, da bedanke ich mich natürlich jetzt, dass ich durch sie auch die 500 Abonnenten bekommen habe. Längst, das sollte ich jetzt nicht falsch verstehen und nicht sagen, irgendwie, so meinen das nur 7, die haben dir doch auch voll viel geholfen. Natürlich, auch WASD, auch 4UP. Danke an alle, mit denen ich was zusammen machen durfte. Das ist für mich eine Ehre, immer mit jemandem was zusammen machen zu dürfen. Meistens zumindest. Natürlich danke an die, aber es ging in dem Video jetzt eben um das, was ich gestern erlebt habe, was einfach übel krass war und einfach hammergeil. Danke an euch natürlich auch, an alle Abonnenten, an alle Zuschauer, an The Miners, an 4UP, an Kunga, an, ach Gott, an WASD, an Broiki Crafting natürlich auch. Nicht vergessen hier, ne? Auch bei denen habe ich mal ein Video mitgemacht. Das ist auch krass. Danke. Danke, danke, danke. Und ja, wir sehen uns dann im Video. Bis gleich. Und jetzt das Intro. Hallo, ihr Bukis da draußen und herzlich willkommen zu einem besonderen Video auf meinem Kanal. Es geht nämlich um ein 500 Abonnenten Special. Ja, so jetzt erstmal hier an der Mitte eine Truhe holen. Ah, oh, geil, Schwert schon mal bekommen. Weil das ist hier unglaublich schwer auf Funvil. Und warum spiele ich auf Funvil? Sonst habe ich hier selten auf Funvil aufgenommen. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt YouTube auf dem Server habe und ihr werdet euch denken: What the fuck? Warum hat der kleine YouTuber? Ne? Also eigentlich bekommt man das ja viel, viel später. Und ich habe das trotz meiner recht wenigen Abonnenten bekommen. Und das von Zander höchstpersönlich, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt 500 Abonnenten habe. Da bin ich super dankbar rüber. Und zwar, ich habe gestern in einem Stream, da war ja Kunga drin, Kunga und ich kennen uns ja. Schon recht lange sogar, also wenn man es mal überlegt. So, jetzt holen wir uns erstmal hier einen Kill. Alter, was backt der denn so rum? Ja, das war dumm. Ich habe dich gar nicht gesehen. Aber danke. Danke, danke. So. Jetzt erstmal hier nochmal. Komm, Level. Ah, scheiße. So. Jetzt erstmal hier konzentrieren. Wir haben gar kein Essen. Was natürlich auch nicht so toll ist. Naja. Egal. Jetzt mal. Reim. Da oben ist wer. Ich weiß nicht, wo ich hängen geblieben bin. Auf jeden Fall haben die gestern gestreamt, Kunga und Zander. Und ich war in einer Runde von denen drinne, weil es recht leicht war reinzukommen. Okay, den holen wir uns. Immer noch keine Essen. Es ist doch hier gerade. Ah, doch. Drei Äpfel, gut. Drei Äpfel. Nice. Scheiße. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Ja, und dann tötet mich Zander in der Runde. Ich schreibe Kunken an. Zander, der Assi, hat mich einfach so getötet. Smiley. Also es war natürlich nicht ernst gemeint. Nicht, dass das jetzt hier, wie man falsch versteht. Was ich irgendwie nicht hoffe, weil das wäre wirklich ein bisschen traurig. Boah, geht's hier runter? Ich weiß nicht. Boah. Gut. Gut. Ja, hat mich einfach so getötet und Kunga hat nicht geantwortet, habe ich einfach in den Chat, obwohl da 1300, 300, 400 Zuschauer waren. Also der Chat ist natürlich dementsprechend ein bisschen abgegangen und man konnte nicht viel lesen. Auf jeden Fall habe ich dann einfach so aus Spaß geschrieben: Kunga, du sollst mal Skype gucken. Und das hat Zander vorgelesen. Und Kunga hat wahrscheinlich schon meine Nachricht vorher gelesen gehabt, denke ich einfach mal. Und wusste daher, dass die von mir kommen wird, hat dann einfach so gesagt: Ja, die ist wahrscheinlich von Gaming Bookie, oder die Nachricht? Zander so: ja. Und dann überlegt er so: Woher kenne ich den denn? Der Name, der sagt mir doch was. Warum habe ich noch. Ach nee, doch nicht. Zwei Pfeile, gut. Der sagt mir doch was. Also, guck mal. Nee, den kennst du nicht. Ich habe schon mal ein paar Mal mit dem aufgenommen. Und dann so: Doch, doch. Von dem habe ich mir eben gerade ein Video auf vorhin ein Video angeguckt. Oh, der hat ein Eisenschwert. Okay, den holen wir uns. Nach dem Kampf. Nach dem Kampf holen wir uns den zweiten. Und jetzt müssen wir den erstmal schön folgen.
Ja, nice. Geil. Ho, ho, ho. Ja, jetzt erstmal hier konzentriert. So. Eisenschwert. Geil. Chillig. So. Boah, jetzt erstmal hier wieder Ruhe finden. So. Den haben wir auf jeden Fall eben ordentlich gebumst. Alter. Ach, ich muss. Ich bin immer noch so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen hibbelig. Ah, Schneeball braucht man nicht. Ach, mehr brauche ich davon nicht, oder? Nee. Eigentlich bin ich mega gut gerüstet, deswegen, also mir kann schon kaum noch was passieren hier. Außer ein Diaschwert, deswegen habe ich auch gerade meine Sticks weggeschmissen. Ich bin so schlau. So. So. So, so. Habe ich jetzt gerade was Wichtiges weggeschmissen? Ich weiß es nicht. So, jetzt erstmal ganz geschielt, ganz geschmeidig, hier so. Essen haben wir noch genug im Inventar. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, Kunga sagt so, nee, den kennst du nicht. Xander doch, von dem habe ich mir ein Video angesehen. Kunga, ja, ich schreibe gerade mit dem irgendwie. Also ich gebe es gerade den Wortlaut wieder, oder versuch's zumindest, es war nicht ganz so, aber er so, ja, hol den doch TS, aber Xander auch noch im gleichen Satz, ach nee, der kann ja gar nicht da mitzocken. Ach, irgendwie war dann erstmal so beendet und dann weiß ich gar nicht, wie die dann auf dem Server haben sie Survive gespielt, da wurde ich auch von Xander getötet und habe ich einfach so geschrieben, ey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja nochmal, oh, wäre cool, wenn ihr nochmal Survive zocken würdet. Xander so, ja, also ich habe sehr wahrscheinlich viele Abonnenten, da. Scheiße. Oha, den einen haben wir getötet. Alter. Scheiße. Jetzt erstmal hier. Abwarten. Und, ach, scheiße. Ich glaube, der hat keine Pfeile mehr. Wenn er da reinkommt, werde ich ihn erstmal abschießen. Ja, nice. Geil. Geil. Nein, jetzt hier kommen. Scheiße. Nein. Fuck. Jetzt schieß mich doch nicht ab, du. Deine Aslak. Jetzt gehen wir da rein und dann werde ich gleich die Geschichte noch zu Ende erzählen. Tefer. Okay, jetzt erstmal hier schön Regenerationsdingens, Dingens, Bumsens, so trinken. So Kuku. Zack, zack, so jetzt sehen wir das auch, das ist natürlich perfekt. So. So, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich stehen geblieben bin. Ich muss mich nämlich gleich auch aus Kämpfen konzentrieren. Jetzt bin ich gleich voll und dann erzähle ich dies erstmal zu Ende. Also wirklich geil. Ach so, okay, ist immer noch nicht voll. Ja, also, ja, Juju. Dann kann ich jetzt ja schon mal anfangen, hier ein bisschen zu labern. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hängen geblieben bin. Also, Xander hat gesagt. Nee, da, ach genau, habe ich geschrieben. Spiel doch nochmal Survive wie eben, war auf jeden Fall witzig. Hat Xander geschrieben. Ach, dein Eisenschwert. Ach, komm schon. Jetzt beeil dich doch. Das ärgert gerade ein bisschen. Xander hat geschrieben, ja,
wenn du, nee, ich, ja, mein Gott, ich laber hier so einen Scheiß gerade. Nee, ich habe geschrieben, ja, könnt noch mal Dings das andere spielen, Survive oder so hieß das. Sanna hat das aus irgendwo schon wieder gelesen. Hat so geschrieben, ja, Gaming-Bookie, gerne, können wir machen. Ach so, möchtest du eigentlich YouTuber auf dem Server haben? Und jetzt werde ich den ownen. Lol. Okay, easy. 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 GG. Egal, konnte ich mehr schreiben. TGG. Also, ja, er fragt so, ob ich YouTuber haben wollte. Und Kunga fragt mich dann im gleichen Moment in Skype auch noch, ob ich YouTuber haben wollte, weil, ja, so konnte ich halt besser antworten. Ich natürlich, ja, klar. Und dann hat sich das so geklärt gehabt und, ja, allein durch YouTuber, weil über mich halt geredet wurde in dem Moment so ein bisschen, habe ich schon einige Abonnenten dazu gewonnen, was auf mir richtig krass war und mich übel gefreut hat, ja, und dann war ich YouTuber, habe mich dann bei ihm bedankt, also über Kunga, sollte er ihm ausrichten, und am Ende vom Stream haben sie nochmal die Survive wirklich gespielt und da hat Sanna mich sogar noch in den Stream reingeholt, also es war wirklich übel geil, ich konnte leider nicht ganz so viel sagen, weil es war 3 Uhr und mein Vater gepennt hat und ja, das würde er hören, beziehungsweise wenn ich ihn wach mache, ist er, würde er mir einen Strom abdrehen oder so ein Scheiß. Also wird er nicht ganz so toll finden. Ja, aber sonst eigentlich voll chillig so. Deswegen musste ich ein bisschen leise sein einfach und deswegen das war auch noch so ein bisschen peinlich. Am Anfang was ist das denn hier? Musste ich mein Mikrofon lauter stellen, damit man mich also besser hört. Aber dann hat es halt auch gerauscht. Das war ein bisschen scheiße. Dann hatte ich erstmal so volle Pulle Rauschen und so einen Hall drin. Musste ich wieder zurückstellen. Also die ersten Sekunden direkt mal schönen Eindruck gemacht. Auf jeden Fall richtig krass. Nee, und dann ging es auf jeden Fall. Haben eine Runde Survive gespielt. Und total nett von Xander und natürlich auch von Kunga. Danke auch an ihn halt. Ne? Und Xander werde ich versuchen, mich nochmal persönlich zu bedanken irgendwie. Weil im Stream ging das eben nicht so richtig. Aber, ja, auf jeden Fall richtig korrekt von ihm und ich kann nur Danke sagen auf jeden Fall. Und will einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und bye, bye.